Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Saison mit den Offenbacher Kickers. Corona hat nach der abgebrochenen letzten Saison den Sport noch immer im Würgegriff. Und so ist der Biberer Berg so leer wie schon Ewigkeiten nicht mehr. Nur 100 Zuschauer dürfen vor Ort sein. Im Team von Angelo Balletta hat es im Sommer einen etwas größeren Umbruch gegeben. So stehen gleich 6 neue in der Anfangself und ein Neuzugang. Stefan Flauder hat nicht nur das Rennen um die Nummer 1 im Tor für sich entschieden, sondern wurde auch direkt zum neuen Kapitän des UFC ernannt. Ein wenig Sorge bereitet Angelo Balletta, dass mit Abubakar Karbo und Florian Boyai gleich 2 neue für die Spitze vorne drin ausfallen. Trotzdem beginnen die Kickers offensiv. Tuma wird hier gelegt und dafür gibt es den Strafstoß. Davut Tuma setzt sich da erst stark durch und dann wird er hier innerhalb des 16ers vom Balinger Rico Werle gefault. Serkan Firat hat sich die Kugel zurechtgelegt, scheitert aber am Torhüter. Das war die große Chance zur frühen Führung hier. Marvin Geng war da aber im richtigen Eck. Optimal war der Strafstoß aber auch nicht getreten. Die Kickers bleiben aber beharrlich. Dieses Mal geht es über ihre rechte Angriffsseite. Der Ball kommt zu Moritz Reinhardt und nur wenige Zentimeter fehlen da zur Führung. Schade. Aber direkt weiter mit dem nächsten Angriff des UFC nach dem schnellen Umschaltspiel. Aus der eigenen Hälfte heraus geht Marcel Sobota ins Dribbling und zieht dann einfach mal ab. Einen sauberen Strahl hat er da abgelassen. Geng im Tor hat er gerade noch so die Fäuste hochreißen können. Die Gäste aus Balingen sind bislang wenig vor das Tor von Stefan Flauder gekommen. So darf er sich hier erstmals auszeichnen, als er den nicht ungefährlichen Freistoß von Hasan Pipic um den Pfosten lenkt. In der ein oder anderen Szene fällt doch ein wenig auf, dass im Sturmzentrum doch der ein oder andere verletzt nicht dabei sein kann. So findet diese Hereingabe auch keinen Abnehmer vor dem Tor. Aber noch ist die erste Hälfte nicht ganz vorbei. Der Ball wird von Campagna abgelegt. Dessen Schuss kommt nicht durch. So hat aber Reinhardt die Chance. Pfosten und Dennis. Das gibt's doch nicht. Das Ding, das will einfach nicht rein. Geng hat auch den Nachschuss von Tunay Dennis. Was für eine Doppelchance. Das muss ja eigentlich die Führung sein. So geht's dann aber torlos in die Pause. In den zweiten Spielabschnitt starten wir mit einer Ecke der Kickers. Serkan Firat bringt den Ball herein und da steigt Zilin Jetski am höchsten. Hat mit seinem Kopfball aber auch kein Glück. Die Kickers wollen aber mit einem Dreier in die Saison starten. Tua mit einem schönen öffnenden Zuspiel für Sobota. Der hat dann das Auge für Moritz Reinhardt aber auch vorbei. Der Bomber wird er ja genannt, lässt heute seinen Torriecher ein wenig vermissen. Das war nun schon seine dritte gute Chance. Wenn man vorne allzu viele Chancen liegen lässt, rutscht hinten gerne mal ein Ball durch. Und nach der Flanke und dem Kopfball von Heringer wäre es fast so weit gewesen. Flauder ist aber zur Stelle und hat das Ding. Immer wenn er gebraucht wurde, war die neue Nummer 1 im Kickerstor bislang hellwach. Wir sind schon in der 90. Minute. Noch einmal ein Eckball für den UFC. Karpstein kommt dran, bekommt das Leder aber auch nicht im Tor unter. Und danach ist schon Schluss. Die Kickers müssen sich zum Saisonauftakt mit einem Punkt begnügen. Da hatte man sich auf Offenbacher Seite doch etwas mehr erhofft. Aber vorne im Sturmzentrum fehlte die letzte Durchschlagskraft. Hier kommen noch die Stimmen zum Spiel. So wie das Spiel heute verlaufen ist, also ich sag mal so, mein Elfmeter ist vielleicht der Dosenöffner fürs Spiel, so in die Saison rein und fällt dir ein bisschen Last von den Schultern. Und dann behaupte ich, gewinnen wir heute. Klar ist dann das Spiel nicht gewonnen mit dem Einzel, musst du erstmal verwalten. Aber dann lässt sich vielleicht ein bisschen leichter spielen, obwohl wir auch danach 400%ig hatten. Ich glaube, der Torwart hat heute einen super Tag erwischt. Ich finde, wir haben es gut gespielt. Also wir haben uns auch Chancen gut erarbeitet. Wir haben es hinten gut verteidigt. Also die ganze Mannschaft hat es gut verteidigt. Wie gesagt, bis auf den einen Kopfball. Musste jetzt, glaube ich, gar nicht groß ins Spiel eingreifen. Vielleicht mal hier eine Flanke oder eine Ecke. Aber da haben wir es auch gut verteidigt. Haben uns einige Chancen erarbeitet. Das ist trotzdem noch positiv, dass wir es jetzt nicht gemacht haben. Das war halt leider so. Aber dann müssen wir uns das erarbeiten. Müssen wir uns erarbeiten im Training, dass die Dinger reingehen. Damit fangen wir dann am besten gleich Montag an.
Wir sind alle natürlich ergebnistechnisch natürlich sehr, sehr unzufrieden. Aber wir haben viele 0-0s schon gesehen in der Vergangenheit, wo es dann gegen Ende kopflos wird, wo wir dann in die Konter reinlaufen. Es war jetzt auch nicht so, dass wir uns jetzt keine Torchancen erspielt hatten. Wir hatten trotz allem einige Torchancen. Heute hat dieses Spielglück gefehlt. Wenn wir dann den einen reinmachen, dann wirkt das Spiel ganz anders. Aber wenn man sieht, wie ich in der PK schon gesagt habe, die Automatismen nach vorne, die brauchen noch ein bisschen. Ja? Und wenn die dann greifen, dann bin ich guter Dinge.